Wie fühlt man sich nach so einem Sieg? So knapp bis zum Ende, zwischendurch mit 4 Toren zurückgelegen. Wie kann man das beschreiben, das Gefühl? Ja, erleichtert trifft es eigentlich ganz, ganz gut. Wir haben am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, sind schwer ins Spiel gekommen und mussten dann immer weiter kämpfen, vor allem in der Abwehr, um dann die Angriffe der Großwaldstädter zu stoppen. Und das ist uns dann erst gegen Ende gelungen und Gott sei Dank konnten wir dann das Ruder noch rumreißen. Wie schön ist das Gefühl, jetzt dann am Ende das Spiel noch gedreht zu haben? Ja, natürlich sind wir jetzt vor allem richtig erleichtert. Ja. Keiner wollte sich jetzt hier vor heimischer Kulisse in die Winterpause mit einer Niederlage verabschieden. Das wäre einfach nicht gut gewesen oder wollte keiner von uns. Und ich denke, das hat man gesehen, auch dass wir, obwohl nicht alles gut lief, das ganze Spiel über das Ding noch rumreißen wollten und sind jetzt natürlich froh, dass es uns gelungen ist. Die Gegner haben immer den Torwart rausgenommen und hatten noch einen zusätzlichen Feldspieler auf dem Feld. Hattet ihr damit Probleme oder wie seid ihr damit zurechtgekommen? Habt ihr damit in der Vorbereitung schon gerechnet? Ja, wir haben es in der Vorbereitung auf dem Video gesehen. Sie haben immer den 7. oder den 6. Feldspieler in Unterzahl gebracht. Wir wollten eigentlich ganz normal unsere Deckung weiter durchziehen, nicht hektisch werden. Am Ende hat es dann einmal funktioniert, dass wir direkt aus der eigenen Hälfte das Tor schießen konnten. Aber hat uns natürlich Probleme gemacht, weil wir dann einfach wieder 6 gegen 6 gespielt haben und so unsere Deckung nicht so stabil stand in der eigenen Überzahl. Wie viele Nerven hast du insgesamt in dem Spiel gebraucht? Ach, was heißt Nerven? Wenn man Spaß an der Sache hat und solche Situationen liebt, dann braucht man ja nicht so viele Nerven. Also dann, wenn man überzeugt ist, dass man das Ding reinwirft, dann hat man Spaß an der Sache. Und ich denke, wenn man an den 7 Meter hinläuft und sagt von vornherein sagt, oh, mal schauen, was es wird, dann wird es meistens nicht. Und als er dann drin war, ein Riesengefühl, oder? Kann man kaum beschreiben wahrscheinlich. Ja klar, auf jeden Fall. Aber der erste Gedanke war natürlich schnell zurück in die Abwehr und kein Tor mehr bekommen. Und das haben wir Gott sei Dank dann auch noch geschafft. Und wie geil ist es jetzt, wenn man dann das Spiel gewonnen hat und das letzte entscheidende Tor gemacht hat? Wie fühlt man sich da? Ja gut, ich denke im Endeffekt ist es egal, wer das letzte Tor gemacht hat. Wir sind alle überglücklich, dass wir das Spiel noch gedreht haben. Wir waren das ganze Spiel über hinten, waren immer im Rückstand und haben dann am Ende das Spiel Gott sei Dank noch gedreht und das Spiel nochmal, das Ruder nochmal rumgerissen und ja, darüber sind wir alle überglücklich. Alles klar, danke.